Hallöchen, vor kurzem in meinen Frage-Antwort-Serie wurde ich ja gefragt, wann ich das nächste Mal oder wann ich überhaupt mal was mit Quadrocoptern mache oder überhaupt mit der Fliegerei. Und ja, wie in der Videobeschreibung lest, hat es nicht allzu lange gedauert. Ja, war mehr oder weniger eine kurzfristige und spontane Entscheidung. Und ja. Welches geworden ist, habt ihr ja schon gelesen. Es ist ein Blade von der Ryzen Hobby. 350 QX2 in der Version 3.0. Und ich würde sagen, wir packen das ganze Teil jetzt einfach mal aus. So, jetzt packen wir das Ganze mal aus. Geht's denn? Ach, hier geht's. Ich drehe das mal zur Seite. Ich hoffe, ihr erkennt alles. Also hinten haben wir. Aber ich zeige euch jetzt bloß das hier im Ganzen und dann gehen wir eh noch mal rüber. Dann zeige ich euch das alles noch mal richtig. Wollte euch das nur mal im Ganzen zeigen, wie ihr das dann halt so vorfindet. Ich versuche das mal noch schnell zu drehen. So, Licht ist hier ja nicht so perfekt. So, also was haben wir? Wir haben als erstes natürlich den Quadrocopter, den Blade 350 QX2 in der Version 3.0. Hier haben wir eine Spektrumfunke, die war früher ein bisschen schöner. Das ist jetzt die richtig abgespeckte in Schwarz. Ja, egal, Hauptsache es erfüllt seinen Zweck. Ist auf jeden Fall alles dabei, das finde ich schon mal top. Hier haben wir ein Ladegerät mit einer 7,5 Ampere Sicherung drin. Hier haben wir das, wie heißt es denn, Power Supply Netzteil. Das Netzteil dazu. GoPro Halter. Hier haben wir noch allerhand Gedöns, das gucken wir uns aber gleich am Schreibtisch an. Hier haben wir nochmal Kabel, das wird wohl vom Netzteil noch sein. Den LiPo, ein 3S, 3000 mAh 30C mit EC3-Stecker. Batterien für die Funke. Und nochmal Ersatzrotorblätter. Und das war's. Und ich lasse das jetzt einfach so. Jetzt gehen wir erstmal nochmal nach oben. So, ausgepackt haben wir das Ganze. Wie gesagt, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal nah an. Fangen wir so an, wie wir es ausgepackt haben. Also hier haben wir, ich schätze mal, die Bedienungsanleitung. Ja, so ein Quick Start Guide so und so. Hier haben wir Aluplatten, ach, Aluplatten sage ich. Kupfer, Klebestreifen, das soll zur Abschirmung der GoPro sein, dass der Empfang nicht gestört wird. Hier sind nochmal so ein paar Erklärungen. Und das übliche Werkzeug, was kein Mensch braucht. Aber es ist dabei, immerhin, ne? Wir machen das Ganze jetzt mal so mehr oder weniger ein bisschen im Schnelldurchlauf. Und wenn es dann zum Quadrocopter oder zur Funke kommt, erkläre ich dann ein bisschen warum überhaupt diesen Quadrocopter und warum keinen anderen. Also hier haben wir, das ist die Halterung für die GoPro. Hier haben wir ein USB bzw. ein Datenkabel, um die Firmware abzudaten und sowas. Hier haben wir nochmal Bananenklemme. Ich schätze mal, das ist für das Ladegerät. Muss man dann hier noch so zusammenbauen. Hier sind die Schrauben, hier haben wir die Halterung dann, die Schraube für die GoPro. Aber das ist so einfach zu erklären. Zu den Batterien muss ich ja nichts sagen. Oder Batterien. Die kommen einfach in die Funke und dann ist gut. Die sind aber auch schon dabei, was ich eigentlich ganz geil finde. Hier haben wir das Ladegerät, was ich jetzt auch erstmal nutzen muss, weil ich habe noch Lipos bestellt und das Datenkabel, aber irgendwie kam das noch nicht.
keine Ahnung, ist jetzt durch den Feiertag alles ein bisschen verschoben worden. Ist aber auch egal, benutze ich halt das jetzt das eine Mal zum Testen. Dann war noch dabei die Halterung selbst. Das ist so eine Plastik-Klapphalterung. Das werde ich nicht benutzen, das ist mir ein bisschen zu unsicher. Jetzt ich als Fluganfänger, sage ich mal, ich werde da mein Unterwassergehäuse nutzen. Dann hatten wir natürlich noch Ersatzrotorblätter dabei und den Lipo. Da, wenn ihr euch entschließt, jetzt euch diesen Quadrocopter zu holen, weil ich euch gleich den Preis sage und dann werden wohl einige zuschlagen, denke ich mal. Es gibt andere Akkus von, oh scheiße, ich habe schon vergessen, MyLipo oder sowas. Die sind exakt für dieses Teil gebaut. Das ist sowas, so ein privater Typ. Das ist sowas wie SLS. Ja. Und er macht halt genau diese Akkus nach. Die kosten dann nur die Hälfte, weil so ein Akku hier kostet 75 Euro oder sowas. Das kann man auch billiger haben. Bei Hobby King gibt es die leider nicht. Ich habe schon geschaut. Und ja, hier ist der Quadrocopter dann nochmal selbst. Kann ich euch ja mal kurz zeigen noch. Hier vorne habt ihr die Akkuklappe. Wenn ich sie dann aufbekomme, heißt das so. Ist relativ groß, also er hat jetzt so DJI Phantom Größe. Hier kommt dann der Akku rein. Hier mit so einem Strapsband wird er nochmal befestigt. Hier sieht man nochmal überall die LEDs. Hier vorne, hier wird dann die GoPro festgemacht, schätze ich es einfach mal. Also ich vermute mal, dass das hier so dran passt. Ja, hier kommt dann die GoPro dran. Ja, die Landefüße, die Antennen laufen hier drin rum. Und ja, jetzt zu der Frage. Ach nein, wir haben ja noch die Funke. Also die Funke. Ups, die Funke ist eine abgespeckte. Jetzt ist eine DX4, vorher war es glaube ich eine DX5. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. So, jetzt ist er zu. Ich lasse ihn jetzt einfach mal hier so stehen. Tja, das hier ist ein DX4. Vorher war es, ich bin mir nicht sicher, ich glaube es war eine DX5. Mit so ein paar Funktionen, ne? Das hier ist Mode 2, glaube ich. Trimschalter sind bloß Attrappe. An, aus. Und das war es im Prinzip schon. Vier Batterien, die sind ja mitgeliefert, das brauche ich jetzt eigentlich nicht zeigen. Jetzt eigentlich die Frage, warum gerade dieser Quadrocopter? Also, das Teil hat eigentlich alles das, was ich wollte, was ein Quadrocopter haben muss, meiner Meinung nach, da ich jetzt nicht so der übelste Pilot bin. Also er hat GPS, er ist GPS unterstützt, das heißt, er fängt seinen Flug alles komplett selber ab. Ihr müsst nicht auf irgendeine Richtung achten oder was auch immer. Ihr könnt einfach vorwärts, ist immer, ihr fliegt immer vorwärts, wenn ihr vorwärts drückt, zum Beispiel. Und das macht es für einen Anfänger wie mich natürlich extrem einfach. Ihr habt zum Beispiel diese Home-Funktion. Das heißt, ihr, wenn ihr jetzt, was weiß ich, ihr seid irgendwo in der Baumgipfel oder was auch immer, betätigt diesen Schalter. Da geht der Quadrocopter hoch auf, keine Ahnung, 40 Meter oder sowas und kommt dann eigenständig zu seinem Punkt, wo ihr gestartet seid, zurück. Landet da dann ganz sanft und schaltet sich dann ab. So, dann haben wir zum Beispiel noch diesen Safe Circle oder wie das Ganze heißt. Muss mich da auch erst noch rinfitzen in die Materie. Das heißt im Prinzip so viel, ihr könnt euch damit nicht selber verletzen oder was auch immer halt. Das heißt, der Quadrocopter weiß, wo die Funke ist und kommt nicht näher als 5 Meter zu euch. Tja, also er hat halt das, was ich wollte, wie gesagt, GPS gestützt. Das heißt, ihr könnt auch bei Wind fliegen, ohne dass ihr Angst haben müsst, dass ihr euch abstürzt oder was auch immer. Und der Preis ist natürlich auch ein ausschlaggebender Grund dafür gewesen. Weil der Quadrocopter ist zurzeit im Angebot bei diversen Händlern. Er wird jetzt immer weniger, deswegen habe ich jetzt zugeschlagen, weil es wirklich immer weniger worden ist. Bei Konrad zum Beispiel, bei Völkner war er im Angebot, bei Staufenbiel für 279 Euro. Und das ist für den Quadrocopter echt gut, weil der kostet sonst so um die 350, 400. Ich habe ihn auch schon für 500 gesehen, also das ist, die Preisspanne sind immer richtig extrem.
Auf jeden Fall ist es halt ein Top-Angebot. Ich habe es jetzt bei Völkner bestellt, weil bei Völkner ist kostenloser Versand, bei Konrad muss man noch Versand bezahlen. Den habe ich mir also gespart. Und somit habe ich den jetzt für 279 Euro bekommen. Was ich finde, ein richtig geiles Angebot ist für so einen Quadrocopter. Wie gesagt, der kann auch eine GoPro tragen. Die Halterung ist dabei. Es ist, wie ihr es gesehen habt, einiges an Zubehör dabei. Ist aber bei Horizon Hobby so üblich. Die geben sich da eigentlich immer recht Mühe. Spektrumfunke ist dabei, was jetzt auch nicht so das Verkehrteste ist. Und allgemein vom Ansehen ist her ist der echt gut verarbeitet. Ich bin gespannt, wie er sich fliegen lässt. Und mal schauen, wann das erste Video darüber kommt. Ich würde es erstmal sagen, ich muss jetzt raus mit dem Ding. Ich würde erstmal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.